Okidok, dann mal wieder zurück. Warte mal, wie viel Geld haben wir? 750. Lebst du gerade? Allgemein sollten wir immer unsere ganzen Hotkeys aufräumen. Können wir die hier unten irgendwie wegmachen? Entfernen? Ich hätte gerne die wieder. Anders wollte ich gar nicht. Ich wollte ja nicht frei bekommen, die Hotkeys. Aber na gut. Also, das ist alles okay so. 7, 8, 9 und 10 können wir eigentlich neu belegen. Wir haben zwei Fledermausflügel. Wir brauchen definitiv einen Händler für Heilsachen. Oder einen Heilzauber. Das wäre natürlich noch viel geiler. Das könnten wir alles verticken, aber wir brauchen momentan nicht so wirklich Gold. Wo ist das zweite Haustier? Da ist das zweite Haustier. Ich komm mal auf den Dingens. 7 und 8. Oh, und Fröschli ist doch tot. So, du. Ich hoffe mal, du stirbst nicht so schnell. Das Tor da hinten haben wir freigeschaltet, richtig? Nee, sieht nicht so aus. Also müssen wir doch wieder zurück und den ganzen Weg jetzt nochmal gehen. Ich weiß ja nicht. Das war hier. Muss ich mir also mal angucken. Raus hier. Also einmal nach links, einmal nach oben. Und dann weiter nach oben, um zu gucken, was da ist und warum ich alle Lampen nicht aufgedeckt habe. Und ich sollte eine Waffe in die Hand nehmen. So, und das kleine Ding ist ja irre praktisch. Okay. Macht fast so viel Schaden wie ich und kann Gegner einfrieren. Hehe, kannst du auch Helmchen einfrieren? Oh, er brennt schon mal nicht. Was? Ja, okay, er ist ein Eisklumpen. Er brennt natürlich nicht. Er hätte vielleicht schmelzen können oder so. Gut, wir wollen hoch. Ja, oh, zwei Feuerbälle kratzen ihn kein Stück. Oh. Und noch mehr Fledermausflügel, sehr schön. Er ist wesentlich besser als Fröschli. Genau, hier fehlen noch Fackeln. Und zwar da hinten bei den Satyren. Oh. So. Zwei Münzen. So, vorwechseln. Genau. Stirb. Und ja. Da ist noch einer. Du bist an... Oh, und da oben ist noch ein Schloss. Also ein Schlüsselloch. Okay. Nee, wir wollen nicht noch weiter nach links. Also jedenfalls jetzt noch nicht. Also wir müssen hier hin zurück, da hin zurück. Da dich töten. Dich anmachen. Und jetzt von hinten rum an das... Hä? Okay, doch nicht von hinten rum an das Ding ran. Okay. Oh, oh, kommt hier noch einmal her. Also ja, sie standen schon die ganze Zeit da, aber... Nee. Und 66 Münzen, das ist doch schick. Aber wie komme ich jetzt da oben hin? Also zu dem Schlüsselloch, um die Tür hier aufzumachen. Na gut, das heißt, wir müssen jetzt links die Karte verlassen. Denn wahrscheinlich irgendwo nach oben und dann nach rechts. Und können dann da runterfallen. Und müssen beim Runterfallen nach rechts drücken, damit wir auch da bei dem Schlüsselloch landen und nicht hier gerade runterplumpsen. Gucken wir mal. Ah, da sind die Selbstmörder wieder. Nicht so schön. Und hier ist wieder so eine Runterfall... Oh. Runterfallgeschichte.
habe ich gerade ein Déjà-vu bei diesem Gang. Waren wir hier schon mal? Bin ich hier gestorben? Genau, schieß mal. Komm schon. Komische Eisklumpen. Schieß. Ich kann von Leiter aus nicht schießen, aber du schon. Genau. Oh. Wir werden auf jeden Fall sterben, wenn wir einfach so auf dem Land explodieren, nämlich instant, denke ich mal. Ich sterbe ungern instant. Komm. Könnten hoffen, ihn umzubringen mit einem Schlag. Okay, wir gucken nach rechts und dann springe ich runter. Guck nach rechts. Jo, klappt sogar. Dich an, dich an. Testweise gegenschlagen, nö. Bogen raus und beste hoffen. Vier Pfeile für einen von diesen. Wir müssen definitiv wieder einkaufen gehen. Also hoffen, dass irgendwo irgendwas Heilartiges im Angebot ist. Und normale Pfeile. Hätte schwören können, da war gerade was. So, und eigentlich wollen wir immer noch nach oben und nach rechts. Oben ist schon mal gut hier. Ich will nicht auf die Leiter, ich will da hochspringen. Oh. Eine Schlange. Ja komm, schieß. So. Er ist auch ein sehr gutes Frühwarnsystem, fällt mir gerade so auf. Weil die Schlange habe ich da kein bisschen gesehen. So, du an. Genau, schon wieder. Ich mag das neue Haustier. Immer noch nicht alle Fackeln an. Gegengift mal 3. Das ist schon mal gut für die Gärten. Und das sieht wieder wie so ein Seitendungeon aus, den wir nicht wirklich betreten müssen. Oh. Hey. Wozu ist dieser Gang? Also wir können von hier nach da gehen. Also wir sparen uns den Weg. Ne, sparen wir nicht. Hä? Okay. Das versuche ich mal im Hinterkopf zu behalten. Und wir haben alle Lichter im westlichen Bereich abgedeckt. Sturmaxt. Schön, dass wir immer noch keine Äxte benutzen. So, Karte sagt, es geht nur im Osten nach oben weiter. Also wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Hier durch, da rein. Springen nach links und schlagen links gegen die Wand. War nix. Ja, nö. Ist. Irgendwo. Also ganz oben rechts. Hier haben wir bestimmt schon gegen die linke Wand geschlagen. Außerdem ist da auch eine Fackel. Da kann nix sein. Also so ist jedenfalls meine Theorie. Nur bei Wänden, wo keine Gegenstände dranhängen optisch, könnte ein Geheimgang sein. Vielleicht ist es ein Rückweg von da. Müssen wir da gucken. Ah gut, fürs Erste geht es hier nicht weiter. Das heißt, wir gehen jetzt zu dem ganz langen Gang, wo diese komischen funkelnden Lichter waren. So. Einfach weg. Genau die hier. Ich hoffe mal, unser kleiner Eisblock weiß sich zu benehmen. Aber schaut gut aus. Hops, hops. Der Schweif müsste noch ein bisschen länger da bleiben. Da könnte man richtig lustige Muster in die Luft machen. Aber na gut. Schwert. La la la. Also irgendeine Bedeutung. Naja.
Es muss nicht wirklich eine Bedeutung haben. Vielleicht soll es einfach nur zeigen, dass man gerade draußen ist. Oder? Egal, jetzt sind wir wieder hier. Und gucken uns mal weiter in Ruhe um. Und ich mag den Eisblock. Kaputt, kaputt, kaputt. So, dann kann er auch die ganzen Facehugger einfach umbringen. Weil er sie halt früher sieht und nicht so wie ich andauernd übersehe. Und ein Bowser Gate. Sehr schön. Also hier der linke Bereich ist dann wohl der Garten. Also haben wir Mine, Kanalisation, Gärten. Okay. Und hier war gerade irgendwo ein Dieb. Wo ist das Schlüsselloch für die beiden Türen hier? Karte? Kurz mal nach unten gucken. Kurz mal nach oben gehen. Das waren ganz komische Sachen. So, schieß mal. Ich schieß mal auf den. Genau. Oh, diese kleinen Krabbeldinger sind ja richtig schnell eingefroren. Das ist mal praktisch. Oh, 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 Gift. Und die Pflanze sieht tot aus. Das heißt, es wird für irgendeine Quest sein. So, kein Gift. Oh. Bring mal um da. Blauknäuel. Wusch. So. Was genau machen wir jetzt hier? Also außer Lichtern. Gute Frage. Hätten wir alles überspringen können. Und wäre dann wahrscheinlich nicht vergiftet worden. Skelette. Hammer. Tack, tack. 200 Trefferpunkte. Sehr schön. Mach kaputt. Und jetzt brennt er auch noch und überhaupt Zerstörung. Oh, wir sind fast tot. Aber ja, der Hammer ist echt schick. Oh, gib mir Heiltränke. Langsam komme ich echt zu einer Situation, wo ich sage, ich will gar kein Gold mehr haben. Was echt komisch ist. Aber ich will Heiltränke. Oh, Skelettbogenschützen. Oh. Okay, viel Schaden macht er nicht. Oh. Schieß. Spring, dann schieße ich. Oh. Wow. Stirbst du mal? Nee, 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 komm. So nicht. Haben wir noch irgendwas Heilartiges? Ogerstärke, langsames Gift. Gegengift. Nö. Na gut, dann geht's jetzt mal zum Koch. Schiff 3. Wir können 3 von dem ganz billigen Heiltränken machen. Wir können ein paar mehr von den Regenerationstränken machen. Die, glaube ich, aber auch mehr bringen als die leichten Heiltränke. Es dauert mal halt länger. So. Wir kommen schon mal mit. Du hast wieder nichts. Rote Sensen brauchen wir nicht, blaue Sensen brauchen wir nicht. Das haben wir alle schon. Okay. Zoran. Was hast du gerade geklaut? Kann es sein, dass ich vor kurzem irgendwas bei Zoran gekauft habe und es habe fallen lassen und das wurde jetzt geklaut? Das ärgert mich ein bisschen. Also ja, wir müssen demnächst mal wieder zu dem Lager von den Diebesdingern. So, obwohl erstmal verkaufen. Verkaufen. Wir würden gerne verkaufen. Eine blaue Axt. Einen blauen Hammer. Einen blauen Hammer.
129 Feuerschaden. Ist unser aktueller. Das heißt, der hier kann auch weg. Speer, der viel zu viel Stangenwaffen braucht, kann auch weg. Dolch kann weg. Stinknormaler Gladius kann weg. Die ganzen Edelsteine können weg. Bogen bleibt da. Ja, genau. Pfeile. Wir hätten gerne Bögen und Projektile. 1, 2, 3, 4, 5 mal 200. Ne, 4 mal 50 Pfeile. Das müsste reichen. Und weil wir gerade so viel Kohle haben, schon mal für später. Davon auch noch welche. Und davon auch noch welche. So, den Rest. Na komm, Funken des Lebens gönnen wir uns einmal für Freshly. Was haben wir noch? Phasentür. Teleportiert dich so weit, wie du selbst gehen könntest, ohne zu fallen oder springen zu müssen. Da steht nichts von Türen. Aber wenn eine Tür im Weg ist, kann ich da ja nicht lang gehen. Ich glaube, wir probieren einfach mal aus. So. Den brauchen wir nicht. Die war echt nicht schlecht. Und davon kaufe ich auch nochmal zwei. Und Nahkampfschutz auch noch zwei. Das brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen. Nö. So. Jetzt tue ich einfach nochmal da unten, weil ich es kann, diesen doofen Satyr. Oh, 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 stimmt, da war was. Gott verdammt. Ich hab ganz vergessen, dass wir keine Lebenspunkte mehr haben. So, Shift 1. Speichern. Goodie. Das wäre beinahe ins Auge gegangen. Ich würde eigentlich noch ganz gerne zu Ubuntu. Um mal zu gucken, ob er noch was hat. Und zu dieser kleinen Fee, die keine Anspielung versteht. Die waren hier unten, ne? Weiß ich jetzt gar nicht. Oder da. Und da ist immer noch ein Feld, was wir nicht ausgefüllt haben. Also ja, wir haben noch gut was zu tun. Die Ecke hier oben ist mir ein bisschen haarig wegen den mangelnden Heiltränken. Müssen wir gucken, was wir jetzt nächste Folge machen. Wie gesagt, wir haben noch viel zu tun. Packen wir es an. Bis gleich.